Der gewann schon einmal hier in Sapporo. Das war sein erster Weltcupsieg 1997, damals völlig überraschend, aber da war er in einer guten Form, denn gleich darauf, da gewann er auf der Hauptinsel Japans, auf Honshu, in Hakuba, den dortigen Wettbewerb. Und der geht weit runter hier. Malisch und Sapporo, das passt gut zusammen. Bislang waren sie nichts zu sehen, die Polen im Weltcup, außer vielleicht in der letzten Woche. Bei ein, zwei Sprüngen waren sie vorne. Jetzt 127,5 Meter, klare Führung. 11,5 Meter weiter als Fukita, das ist der erste Platz. 129 Punkte für Adam Malisch. Und jetzt geht es ein bisschen schneller runter als gedacht. Also, das ist jetzt eine Marke, die wir uns merken. Malisch vor Fukita und Sato. 129. Ein paar tausend Zuschauer hier zur Okura-Schanze heraufgestiefelt. Ist der Wind noch so gut? Es sieht so aus. Ja, da unten hat er noch einmal ein bisschen Luft bekommen. Und siehe da, gleich geht's weit. Ich glaube nicht, dass er Adam Malisch erreichen kann, aber die 116 Meter von seinem Landsmann Fukita, die hat er übertroffen. 123 Meter für Hiroya Saito. Das ist jetzt erst einmal der zweite Platz. Und Fukita auf Rang 3. Konnte davon profitieren, denn er ist aus den besten 15 im Weltcup herausgerutscht, ist er noch 16. Und das hätte bedeutet, dass er sich qualifizieren hätte müssen. Gut, dass das nicht so war, aber er war ja gut in Form. 134 Meter gestern im Training, der weiteste und jetzt auch der weiteste bisher. Und er bleibt stehen, geht tief in die Hocke. Ist er jetzt wieder da, endlich, nachdem er in Zakopane schon gute Sprünge hatte. Im Probedurchgang, in der Qualifikation, im ersten Durchgang, aber nie im ganzen Wettbewerb durchgängig zwei gleichwertige Sprünge schaffte. Aber Sapporo, das wäre was für ihn. 135,5 Meter, klar die größte Weite, klar die Führung. Er hat hier schon zweimal gewonnen. Zuletzt 1997. Denn Harada gehört zu den Vertretern seines Fachs, die hier normalerweise lustig durch die Lande spazieren. Auch Hideharu Miyahira hatte da genügend Grund in dieser Saison. Der dritte der Vierschanzentournee war das. Auch ein weiter Sprung. Und auch gute Noten. 19er Noten sind schon immer ganz gut. 123,5 Meter für Miyahira. Das ist jetzt Platz 3 hinter Thoma und Malisch. Aber schon ganz ordentlich ab. Er hier nicht. Katsuyoshi Funaki, der Olympiasieger, der zeigt aufsteigende Tendenz in der Form. Ganz besonders an seinem Stil, seinem Flugstil zu merken, der wieder so ist wie im Vorwinter, als er alles abräumte, Skiflugweltmeister wurde. Olympiasieger, zwei Goldmedaillen, Silbermedaille. Und der ist wieder ganz gut, aber auch nicht so gut, wie der von Dieter Thoma war. Also, Dieter Thoma wird in Führung bleiben. Mal sehen, ob Funaki wieder die Note 20 bekommt. Er ist für sowas immer gut. Nein, diesmal nicht. 119 Meter. Katsuyoshi Funaki landet erst einmal auf Rang 5. So, jetzt aber. Nach. Oh, und da dreht sich jetzt das Windrädchen, der Pfeil in die andere Richtung. Er hat jetzt Rückenwind. Das ist Pech. Aber er macht was draus und bleibt stehen da unten. Trotz der ungünstigen Bedingungen ein toller Sprung von Martin Schmidt. Nicht so weit wie vorhin bei den 141 Metern, aber der sah genauso gut aus wie eben im Probedurchgang. Als er ganz lässig und locker herunterkam, 127,5. Er ist vorn mit dabei. Dritter Platz, Thoma, Malisch, Schmidt. Das sind die ersten drei. Das sieht doch gut aus. Konnte nicht trainieren hier. Wie gesagt, die Finnen sind
aus Polen mit dem Flugzeug nicht rausgekommen wegen Nebels. Erst heute die erste Gewöhnung an die Schanze. Vorhin sah das gar nicht so gut aus im Probedurchgang. Und jetzt, und jetzt, und jetzt auch nicht so gut. Also bleibt Dieter Thoma vorne. Das ist eine erfreuliche Überraschung aus deutscher Sicht. Wie weit ist Ahonen gesprungen? Warten wir das noch ab. 119 Meter, 8. Platz, also eher da im Bereich von Funaki, der aber auch vor ihm bleiben wird. Janne Ahonen, das gelbe Trikot des Weltcup-Führenden, wird er behalten. Der Vorsprung von Martin Schmidt ist riesengroß und Martin Schmidt hat auch gesagt, dass er gar nicht mehr so sehr auf die Weltcup-Wertung spekuliert. Die Punktabstände, gut 10 Punkte ist er da weg, der Thoma vorne. Dann haben wir Masahiko Harada auf Platz 7, Janne Ahonen als mit dabei. Jetzt Tommy Ingebrigtsen, der Weltmeister von 97, wie schon mal vorhin angedeutet. Dann 2 Jahre lang in der Versenkung verschwunden. Und erst in diesem Winter wieder aufgetaucht. Dritter in Zakopane. Der Mann, der Dieter Thoma den 15. Platz in der Weltcup-Gesamtwertung abgeluchst hat. Ja! Ausgezeichnet! Tommy Ingebrigtsen. Das ist wieder die Form seines Weltmeisterstitels, seiner Weltmeistersaison 1996-97, 129 Meter, weitester Sprung des zweiten Durchgangs. Und gerade in der Endphase da unten hat er noch einmal viele Meter machen können. Kriegt hohe Noten. Sein Vater, Dag Ingebrigtsen, ein bekannter Rockstar in Norwegen. Aber die Karriere wollte der Sohnemann dann doch nicht einschlagen, als er mit 17 Jahren Weltmeister war und merkte, im Skispringen kann ich was werden. Im Moment sieht es ganz gut aus für ihn. Ingebrigtsen führt. Und wir sehen Katsutoshi Shiba. Der sieht auch gut aus, ist ähnlich gut wie der von Ingebrigtsen. Das könnte eine neue Führung jetzt sein. Haben alle jetzt auch ganz gute Bedingungen gehabt? Jawohl! Die Reaktion zeigt's. 131,5 Meter für Chiba. Erster Platz. Der zweite Sprung also heute über die 130 Meter Marke. Große Weiten. Und ob das unbedingt so nach dem Geschmack von Dieter Thoma ist, wage ich zu bezweifeln, denn 12.000 Zuschauer. Noriaki Kasai allerdings kommt da weniger in Frage. Hatte schon einen relativ großen Abstand zu den Führenden. Aber der ist gut, der ist hoch in der Luft, immer noch. Und dann hat er Schwierigkeiten bei der Landung, aber er schafft es. Hält sich auf den Skien und steht den Sprung. Kleines Bad in der Menge. Pünktlich beim Absprung, gleich in die Fluglage, 130,5 Meter. Kasai jetzt vorne vor Shiba. Im Moment geben sich da also die Japaner die Führung weiter untereinander. Kein Wunder, bei der Großschanzen gucken relativ hoch. Aber bei solchen Großschanzen, wo die Weiten auseinandergehen, da können viele Punkte aufgeholt werden. Masayuki Sato. Auch wieder ein guter Sprung, weit hinunter. Eine gute Platzierung hatte er bisher als 18. in Hakuba im letzten Winter im Weltcup. Jetzt 125 Meter und 4. Platz. Also, das wird eine neue Bestleistung, was seine Weltcup-Karriere. Funaki. Rückstand auf Martin Schmidt nach dem ersten Sprung. Über 10 Punkte. Aber das ist wieder ein guter Sprung von Funaki.
Ich tippe mal, damit es mindestens einmal die Höchstnote 20 geben. Da ist sie schon, von dem Japaner. Die anderen trauen sich nicht so recht. Aber das war wieder ein Funaki-Sprung der Güteklasse A, 126,5 Meter. Und die Führung jetzt. Funaki Kasai Shiba heißen jetzt die ersten drei. Also 126,5. Die Zahl merken wir uns, die Meter von Funaki gleich bei Martin Schmidt. Jetzt erstmal Hiroya Saito. Wie Funaki, Olympiasieger mit der Mannschaft vor einem Jahr. Nein, nicht so gut wie Funaki. Deutlich weniger als sein Goldmedaillenkollege vorhin. 121,5 für Saito, Platz 2. Also jetzt Funaki, Saito, Kasai und Shiba. Ein vierter Japaner also auf Platz 4. Vier Japaner sind jetzt vorne im Moment. Und einer kommt noch, bevor dann die letzten drei, Schmidt, Thoma und Martlisch, an den Start kommen. Hideharu Miyahira, da sitzt er schon. In diese Saison aufgetaucht. Bei der Verschanzentournee auf Anhieb, bei der ersten Teilnahme Dritter geworden. Da nahm er Martin Schmidt diesen dritten Platz noch weg im letzten Wettbewerb. Was wird heute aus ihm werden? Gut ist er. Sehr gut. Hideharu Miyahira dürfte wohl diesen Wettbewerb als bester Japaner beenden. Vor Funaki und den anderen Olympiasiegern. Oder? Auch er bekommt die 20 vom japanischen Haltungsrichter. Aber die Weite, 130,5 Meter, jawohl. Klare Führung für Miyahira. Miyahira, Funaki, Saito. Fünf Japaner, also im Moment vorne. Und drei kommen noch. Und darunter sind zwei Deutsche. Und der erste ist Martin Schmidt. Jetzt geht's hier um die Wurst. Kann er wieder unter die ersten sechs kommen? Wie fast immer in diesem Winter. Kann er hier vielleicht sogar seinen siebten Sieg erreichen? Er müsste versuchen, so die 125 Meter anzupeilen, um seinen Vorsprung aus dem ersten Durchgang zu halten. Ah, das ist es. Vor Miyahira müsste er bleiben, vor Funaki. Und Saito und Shiba bekommt nicht so hohe Noten wie die Japaner. Da verliert er also ein bisschen was, aber er hatte ein wenig Vorsprung vor Miyahira. Könnte knapp werden. 130,5, gleiche Weite, jawohl. Er bleibt vorne. Schmidt vor Miyahira, 1,2 Punkte nur. Und dann Katsuyoshi Funaki. Martin Schmidt also nach seiner Erkrankung ist er wieder da, ganz klar. Für ihn die richtige Entscheidung, hier nach Sapporo gekommen zu sein. Auch für Adam Malisch, der hier gewann vor zwei Jahren, kann er diesen Sieg wiederholen. In Zakopane war sein Landsmann Robert Mateja vorne nach dem ersten Durchgang und stürzte dann ab, wurde nur noch 16. Was ist mit Malisch? Kann er sich steigern? Nein. Ihm geht so wie seinem Landsmann Mateja letzte Woche. Ein guter Sprung reicht eben nicht für eine gute Platzierung am Ende. Und das ist eine Weisheit unter den Skispringern, die in dieser Saison auch Dieter Thoma schon negativ zu spüren bekommen hat. Nur 98 Meter für Malisch, 18. Platz. Martin Schmidt also weiter vorne. Das heißt also, Zweiter ist er schon ganz sicher. Einen deutschen Sieg wird es hier also geben. Und Dieter Thoma wird jetzt sicher daran denken, den zweiten Sprung ähnlich gut herunterzubringen wie vorhin. Und dann hat er hier einen Sieg in der Tasche, den ersten in diesem Winter. 124 Meter ungefähr sollten ihm dafür reichen. Ja, das reicht. Das könnte reichen. Auch wenn Martin Schmidt vorhin viele Meter gut gemacht hat, er zweifelt jetzt noch etwas. Auch er bekommt nicht so gute Haltungsnoten, aber die sind so wie bei Schmidt gewesen. Schmidt oder Thoma, 120 Meter, nein, das ist zu wenig. Ich glaube, das ist zu wenig, nur Dritter für Dieter Thoma, was heißt nur. Seine beste Platzierung in diesem Winter. Martin Schmidt also gewinnt hier
seinen 7. Weltcup vor Hideharu Miyahira. Und Dieter Thoma, ich würde sagen, ist zurück in der Weltspitze mit diesem 3. Platz. Auch wenn er sich darüber jetzt garantiert erst einmal ärgern wird. Denn er hatte einen großen Vorsprung nach dem 1. Durchgang von Martin Schmidt. Über 10 Punkte, die hat er. Dazu 2 Deutsche und einer ganz vorne. Das sieht gut aus. Nochmal ein Japaner, Shiba auf Platz 7. Dann Ahon auf Rang 8. Martin Schmidt kann also auf Ahon ein paar Punkte gut machen. Fukita, weitere japanische Fahnen folgen. Sven Hannawald springt nach vorne auf Platz 13. Das ist zumindest ein Teilerfolg nach dem 24. Platz im 1. Durchgang. Und Sie sehen es nochmal. Die aufgehende Sonne, der rote Punkt auf weißem Grund. Japaner überall zu finden. Und Gerd Siegmund findet sich auf Rang 27. Also, das ist das gute Resultat von Sapporo. Der erste Wettbewerb heute, der morgen folgt zur gleichen Zeit.